Moin moin und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute wieder mit dem Shop vom 25.05. Immer noch dabei, Mainframe Titanweiß, einfach eines der geilsten Decals überhaupt meiner Meinung nach. Auch für 2500 Credits eigentlich noch ganz okay, wenn man bedenkt, dass es gerade so einen Wert hat von ca. 85 Euro. Dann immer noch die Cristiano-Räder in Titanweiß am Start. Auch ziemlich cool, wobei mir die normalen Cristiano besser gefallen auf jeden Fall. Dann neu Centio V17 in Pink. Ja, ist jetzt nicht so mein Fall, aber Geschmäcker sind ja verschieden. Cloudhopper Himmelblau. Passt zum Auto zwar, aber sehr futuristisch. Muss man mögen, sage ich mal. Orbit. Auch nicht schlecht eigentlich. Zu der Farbkombi auf jeden Fall ganz cool. Dann für den Centio V17 den Bestäuber in Pink. Ja, sag ich mal so. Wenn man das Auto mag, finde ich den gar nicht schlecht. Dann Splashback. In Rot, auch ziemlich cool eigentlich. So sieht das Auto auch ziemlich cool aus, so ein bisschen. Erinnert mich so ein bisschen an so ein Le Mans Auto. Dann haben wir noch die Gaben-Räder in Lila. Das ist auch nicht so mein Fall, aber zum Lila Auto, ganz cool eigentlich. So, E-Sport Shop. Dominus Veloce. Ja, sehr geil. Gefällt mir sehr gut. Oh, hier auch Pittsburgh Knights Dominus. Oh, ziemlich coole Farbkombi mit dem Matt. Cloud9 Banner. Pflicht. Pittsburgh Knights Patriarch. Auch ziemlich cool. Und dann haben wir nochmal zweimal Bionic. Einmal Space Station Gaming. Und nochmal Pittsburgh Knights. So, das war schon wieder der Shop für heute. Ich hoffe, hat euch gefallen. Vielleicht ist ja was dabei für euch. Ansonsten sehen wir uns wieder. Und ciao, ciao.